Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist 7 Uhr, es ist Sonntag. Ich fahre nämlich gleich mit Nico, den muss ich noch gleich abholen, zur Kite-Weltmeisterschaft auf der Insel Fehmarn. Die findet dieses Jahr dort statt. Vorher war sie immer in St. Peter-Ording. Ich bin das erste Mal dabei. Kiten kann ich natürlich nicht, aber hätte natürlich Bock, das zu machen. Und deshalb bin ich auch gespannt, wie es da wird auf dieser Weltmeisterschaft. Ich habe mein Telezoom-Objektiv dabei. Mal gucken, ob ich dann eben damit auch ein paar tolle Videos einfangen kann, wenn die Freestyle machen. Man muss aber natürlich dazu sagen, es kommt darauf an, auch wenn Wind ist. Ne? Wenn man kiten möchte, dann braucht man Wind. Und es soll nämlich gegen Mittag so ja, stark regnen und gegen Abend Gewitter. Aber auch zwischenzeitlich soll die Sonne rauskommen. Deshalb hoffe ich mal, dass ich ein paar tolle Aufnahmen machen kann. Aber ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal meine Sachen ins Auto laden und hole dann Nico an, der dann wahrscheinlich fahren muss, weil ich bin noch ein bisschen kaputt von gestern Abend. Auf der Insel Fehmarn angekommen, waren zwischenzeitlich noch mal kurz etwas frühstücken. Es ist ein bisschen windig, aber nicht zu windig für Nico, der nicht seinen Kite starten kann. Und wir gehen jetzt zum Südstrand, wo eben was los sein wird. Wir hoffen mal, wir können ein paar coole Videos machen und ein bisschen was auch sehen. Heute ist nämlich vielleicht ein bisschen Freestyle angesagt, aber wir werden mal gucken, was wir schaffen. Ich glaube, ich habe vergessen, mein Auto zu machen. So. Nochmal kurz gedrückt, damit es auch zu ist. Nachher glaubt mir das irgendjemand. Und ich muss sagen, es ist das erste Mal, dass ich jetzt auf dieser Insel Fehmarn bin. Und ich bin gespannt, was ich hier erleben kann. Und wie gesagt, ich hoffe, dass man irgendwie was sieht mit den Kites. Wir haben jetzt ein bisschen Freestyle gesehen und das ist leider jetzt abgebrochen, weil der Wind einfach zu schwach ist. Wahrscheinlich soll gegen 14 Uhr es weitergehen oder 14.30 Uhr. Wir bezweifeln das, wir haben auch mal auf die App drauf geguckt und es sieht sehr schlecht aus. Wahrscheinlich erst heute Abend wird es ein bisschen windiger, also ist jetzt nur noch wahrscheinlich Rennen angesagt. Aber das ist jetzt nicht so berauschend interessant. Ich hoffe, euch hat ein bisschen diese Videos gefallen, die ich jetzt aufgenommen habe. Ich fand es eigentlich ziemlich cool. Nico zieht jetzt Badehose an, ich habe meine leider vergessen, aber ich könnte mir ja sonst eine kaufen noch schnell. Und dann könnte ich eigentlich vielleicht auch ins Wasser gehen, ich weiß es nicht. Ist eigentlich sehr gutes Wetter dafür. Ist offen, oder nicht? Jetzt ist offen. Aus Versehen zugemacht, das Auto. Nein, wir gehen jetzt wahrscheinlich an den Strand, gucken, ob ich vielleicht irgendwo noch eine Badehose auftreiben kann. Mal schauen. Und dann geht es vielleicht ins Wasser.
never felt so free. It's just you and me. I've been thinking as slowly moving closer. I feel it. Wir sind jetzt hier im Puttgarden. Waren jetzt gerade ein bisschen am Strand. Es ist wirklich kein richtiger Strand hier. Es sind Steine, ein bisschen Seegras und sieht nicht sehr einladend aus. Hinter mir ist so die Station der Fähre, die nach Dänemark fährt. Das Wetter zieht sich jetzt langsam immer mehr zu. Die Wolken kommen rein. Deshalb werden wir auch jetzt losfahren. Ich will nämlich den Vlog von heute noch zu Ende schneiden. Werde aber es wahrscheinlich nicht schaffen, muss also morgen weitermachen. Der nächste kommt dann am Sonntag um 17 Uhr. Und da wird es wahrscheinlich zum Alstervergnügen gehen. Vielleicht nehme ich Nico mit, Maxi, ich weiß es noch nicht, wen ich da mitnehme. Aber ich hoffe, ihr habt mega Spaß dran. Und würde sagen, wir fahren jetzt erstmal los. Ich bin nun zu Hause angekommen, bin irgendwie auch mega fertig, leichte Kopfschmerzen, bisschen Fahrer bekommen, was schon mal gut ist. Es ist natürlich schade, dass eben der Wind nicht mehr so stark war und damit der Freestyle-Wettbewerb ausfallen musste. Auch um 14 Uhr ging es nicht und die haben natürlich dann das abgesagt. Das ist eben so beim Kitesurfen, dass man eben auf den Wind angewiesen ist. Ich habe natürlich überlegt, ob ich damit auch anfange. Nico ist nämlich erfahren damit und würde mir es auch vielleicht beibringen wollen. Mal schauen, ich überlege es mir noch, weil das Equipment ist natürlich ein bisschen etwas teurer. Ich muss mir natürlich dann mal anschauen, was aktuell so auf dem Markt ist. Ich möchte natürlich nicht einen Neoprenanzug haben, der 3 mm dick ist, sondern 5 mm dick, damit man eben vom Frühjahr bis zum Herbst damit fahren kann. Denn Frühjahr oder im Herbst ist es natürlich ein bisschen kälter, die Wassertemperatur. Und das ist natürlich dann schön, wenn man dann eben noch ins Wasser gehen kann. Und deshalb kaufe ich mir lieber gleich einen richtigen Neoprenanzug anstatt irgendeinen Neoprenanzug, der vielleicht 2 mm dick ist oder weiß ich nicht, 3 mm und nachher dann sagen, oh, es ist einfach zu kalt, es macht keinen Spaß nach 10 Minuten und man geht wieder raus. Dann ist natürlich die Frustration wieder größer und man hat eben keinen Bock drauf. Aber ich habe, wie gesagt, Bock drauf, muss eben nur gucken, wie ich das mit der Equipment mache, mit der Ausrüstung, ob ich da mir irgendwie noch was kaufen werde, aber ich will erstmal mir ein neues Objektiv kaufen, weil ich, wie gesagt, immer auch unzufrieden bin mit dem Objektiv, was ich habe, aber das aktuell, was ich haben möchte, kostet natürlich ein bisschen Geld und darauf spare ich natürlich. Ansonsten, wenn ich dann eben mit Kiten anfange, würde ich es natürlich euch sagen und auch mitnehmen, wenn ich das dann erlerne. Wahrscheinlich wird es ziemlich lustig und freut euch dann auf Sonntag, wenn der nächste Vlog kommt mit dem Eisvergnügen und dem Feuerwerk. Ich hoffe, ich kriege es richtig hin, dass es auch schön bunt und so wird. Ich verabschiede mich, wünsche euch noch einen schönen Tag und auf Wiedersehen.